Hallo, ihr Querlinge. Weiter geht's mit Swain Shorty Culture und Tag 13 steht vor der Tür. Mieze, da musst du ganz besonders an meiner Seite bleiben hier und mich voll schnurren und dich nicht von meiner Klingel ärgern lassen. Denn wer weiß, was am 13. Tag passiert. Ich bin gespannt und wir legen los, denn hier gibt's eigentlich jetzt, na gut, das, ja, da gibt's nicht mehr viel zu tun. Ritualplatz, diese Pilz, Gegengifte und das Elixier des heiligen Quentin. Ja. Na dann, Tag beenden. Und eine Karte vom Stapel ziehen. Endmoor, Rabe, Spinne. Aha. Ausgerüstet mit Ardas Wissen reiste sie nach Westen zum Steinkreis. Ihr war nicht bewusst, dass sie bei ihren Vorbereitungen nicht allein war. So. Oh, es ist wieder ein Wetter draußen. Es wird gar nicht hell. Naja, die Katze schnurrt. Was wollen wir mehr? Also, Endmoor. Das klingt so deutsch. Klingt gar nicht englisch. Wo ist denn Endmoor? Haben wir das hier irgendwo? Haben wir das hier irgendwo? Da. Da ist Endmoor. So. Das riecht ja so ein bisschen nach dem... ich muss hier die Schublade aufmachen. Sonst habe ich meine Briars-Scheibe gar nicht. Und die werde ich, glaube ich, brauchen. Also da ist Endmoor. Rabe, Spinne. Da ist der Rabe, da ist die Spinne. Okay. Ja, und nu? Endmoor, Rabe, Spinne. Also, es ist eine Breyers-Scheiben-Kombination. Aber was soll mir Rabe, Spinne sagen? Gute Frage. Erstmal hier nichts. Warte mal. Also Spinne, hier wo die Münze liegt, rechts davon, ne? Das ist Spinne. So. Und Rabe, guck mal, was. Ach, wir können das hier hin tun, ne? Guck mal. Also, da unter dem Gelben in der Mitte ist Rabe. So. Wenn ich das mal jetzt wegtue. Naja, es ist ja eine Diagonale, kann man hier bilden. Ne? Also es ist direkt immer über Eck. Das nächste Feld führt dann zum anderen. 1, 2, 3, 4, 5 gibt mittleres Feld. Das ist dann das hier. Das ist die einzige Idee, die ich habe jetzt hier zwischen Sidecirk Castle und Kendall am River Kent mal nach irgendwas zu suchen. Aber das ist falsch. Dann habe ich keine Idee mehr. Dann habe ich absolut keine Idee mehr, was das bedeuten kann. Spinne, Rabe. Was kann mir das sagen? Weiß ich nicht. Wir holen mal den ersten Kunden. Vielleicht kommt ja noch irgendeine Idee. Im Moment habe ich jedenfalls keine. Das ist rätselhaft. Seit langem mal wieder, oder das erste Mal überhaupt, dass ich keine Ahnung habe, wie man das lösen soll. Achtung, Mieze. Ich brauche ein bisschen mehr Glück. Tag 13, was erwarte ich eigentlich? Ich erwarte Grace Enright. Hallo, du siehst aus wie eine Anwältin. Hast du von dieser maskierten Frau gehört? Oh ja. Stell dir nur vor, so viel Macht zu besitzen. Hat sie denn Macht? Nationen würden vor dir niederknien. Ach, das ist das, was du in deinem Leben gerne hättest. Du wärst ein Gott. Diese Kreatur ist riesig, unaufhaltbar und sie sagen, dass es jede Anweisung von ihr befolgt. Ach, die Maskierte ist die, die den Dento gerufen hat. Aha, habe ich noch gar nicht so geschlossen. Sowas könnte ich morgen gut gebrauchen, wenn mein Schwiegervater mich besuchen kommt. Sieht so aus, als müsste ich mich aber wohl mit etwas Liebchenblatt zufrieden geben.
um das hinter mich zu bringen, Liebchenblatt. Tja, trau, schau wem, in welche Familie du einheiratest, Liebchen. So, Liebchenblatt. Liebchenblatt. Primula familiaris. Ja, genau, so sieht es aus, als würdest du genau das brauchen. Aus den Blättern kann ein einfacher Trank gebraut werden, der Mut verleiht. Ah ja, das war ja hier Mut, Liebchenblatt, richtig. Das war ja für irgendwas wichtig. Genau. Es wurde gesagt in den Kommentaren, und das ist auch völlig richtig, dass ich ja auch hier hier andere Farben nehmen kann. Ich mach's mal rot, weil irgendwas für irgendeinen Trank oder das Endresultat brauchen wir das ja noch. Naja, du kriegst auf jeden Fall das mal das hin, weil das ist garantiert richtig. Natürlich. Und wir sammeln Odigitatus Mortus. Das war wichtig für irgendwas. Totenmannsfinger. Aha. Okay, das müssen wir gleich weiter bearbeiten. Das muss ich so hier machen. Also Liebchenblatt ist richtig. Und ich kann es einsortieren, aber es bleibt rot, weil es noch für irgendwas anderes wichtig ist. Genau. So, Digitatus Mortus. Wo habe ich das denn gesehen? Digitatus Mortus. Ich weiß das nicht mehr. Irgendwo war von Digitatus Mortus die Rede. War das hier in unserem Geheimfach? Ebbe! Hat sich das verstellt? Das hat sich verstellt durchs Laden. Ey, ich werde hier nicht mehr. Ich kann mir das doch nicht merken, Leute. Jetzt muss ich das wieder hier zusammenpuzzeln. Weil es ja keinen Klebestreifen gibt in dem Spiel. Also, wie geht das am besten? Das ist auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Das ist, glaube ich, das ganz am Ende. Und dann ist das hier das am Anfang. Also. Meine Güte. Achso, das war jetzt richtig. Ah, nicht zu schnell klicken. Also, das ist es nicht. Das ist nicht. Das. Dann die. Dann die mit den Vieren. Dann Glocke nach unten. Okay, so. Knöchelgreifer. Knöchelgreifer klingt auch nach Totenmannsfinger. Ach so, Digitatus Mortus war das, was wir... Ja, das muss ich offen lassen. Das war das hier, da habe ich das her. Okay, das sind dann... komm her. Es ist eine Unordnung hier. Totenmannsfinger. Dieser Pilz kann typischerweise in dichten Wäldern gefunden werden, wo er durch den Mulch hindurchragt. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde eine Leiche aus dem Boden herausgreifen. Soll den Geist stärken, klären und schärfen. Also, Totenmannsfinger. So. Totenmannsfinger. Da kann ich euch. Also, da mache ich. Da habe ich keine Fragezeichen dahinter. Es wurde ja gesagt, dass es Digitatus Mortus ist. Ich gebe dir mal das Blaue, weil. Du bist ein Verdachtsfall für das Endrätsel. Na? Knöchelgreifer. Was soll das andere sein als Totenmannsfinger? Der dritte bringt große Angst. Achso, der erste ist der Leichenfreund, nichts für Kinder. Dann kommt der Knöchelgreifer, der Verwinder, das wäre der zweite. Die dritte bringt große Angst. Die vierte löst einen Fluch. Und zuletzt ein Blütenblatt, das schwarze, für das schwarze Blut. Blütenblatt für das schwarze Blut, das ist, klingt nach vergoldete Dendra, oder? Ach, hier ist es doch schon. Der Saft dieser Pflanze darf nicht getrunken werden. Lippen und Venen verfärben sich schwarz. Also das ist aus meiner Sicht das vergoldete Dendra.
Ja. Wie war die denn? Die sah doch irgendwie. Wie sah die aus? Ich meine, in diesem Laden. Also, du kommst auch mal wieder rein hier. Ich soll es ja versteckt halten. Wie sah vergoldete Dendra aus? Es muss ja irgendein Schildchen sein, auf dem viel draufsteht. Hier. Du bist für mich auch ein Kandidat für etwas, das in dem Endrätsel eine Rolle spielt. So, das hier ist etwas Liebchenblatt. Das war das für dem da. Blatt für 5 Schwitz mit mehr Mut. Das ist das Liebchenblatt. Eine rote Blüte zum Schutz des Verstands. Eine Samenkapsel für das Glück. Oder was weiß ich. Ich kann nicht mal das heutige Kartenrätsel lösen. Das läuft nicht so wirklich gut. Habe ich eine neue Theorie? Rabespinne. Ach so, vielleicht steht da noch was. Nee, das wäre ja auch zu schön. Endmoor, Rabe, Spinne. Oder es sind zwei Orte, ganz einfach. Muss ja nicht ein Ort sein. Es ist bei Endmoor Rabe und bei Endmoor Spinne ist was. Das kann ja auch sein. Warum denn nicht? Dann wäre Endmoor Rabe wäre ja hier. Ganz eindeutig. Ist da was? Nein? Scheiße, das wird so schwer. Naja, lassen wir uns nichts anmerken vor dem nächsten Kunden. Mietze, ich brauche ein bisschen mehr Inspiration. Und die bekomme ich von David Käfer. Der schickt mir einen Liebesbrief. Also, er stellt ihn mir zu, hoffe ich. Nicht schicken. Dieser Brief wurde auf ungewöhnliche Weise zugestellt. Es war keine Adresse angegeben. Nur Pflanzenkundler. Falsch geschrieben. Aha. Ich nehme doch mal an, dass er für dich ist. Okay, wer schreibt denn da so radebrechend? Moment mal hier. Ah ja, also. Wenn du über deine Pflanzen Bescheid weißt, dann ist dieser Brief für dich. So. Oh, das ist ja schwer zu lesen. Also, da steht. Hoho! Du hast es also hinbekommen. Oh, ja, ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Schau von Baufell nach Norden. An der Flussquelle von River Esk. Niemand weiß, dass es dort wächst. Das ist unser kleines Geheimnis. Hoho. Das ist wieder dieser komische Landstreicher. Also River Esk. Das ist der da. Die Quelle von River Esk ist da oben. Wo soll ich hingucken? Ach, hier könnt ihr es ein bisschen besser lesen. Schau von Bofell nach Norden. Ah ja. Ja, das ist dann dort. Na klar, ich finde hier eine Pflanze, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und stell dir mal vor, die Pflanze hat auch dich noch nie gesehen. Und sie sieht ein bisschen frivol aus, dieses Kraut. Es wirkt aphrodisierend. Nein, es hat glockenförmige Blüten und herzförmige Blätter. Mhm. Gut. Ja. Immerhin, das habe ich gelöst. Ich kann natürlich noch theoretisch bei Endmoor Spinne vorbeischauen, aber wenn es bei Endmoor Rabe schon nichts gab. Ja. Ich meine, der Knotenpunkt von
Endmore Rabe und Endmore Spinne ist natürlich Endmore. Ne? Ach, kannst dir Rabe und Spinne auch eigentlich sparen. Was mich ein bisschen... Das können wir jetzt hier gar nicht, oder? Ja doch, warte mal. Kann ich ja nicht. Achso, ich kann... Ich habe jetzt die Bias-Scheibe nicht. Schade, schade, schade. Gut, dann machen wir erstmal den nächsten Kunden. Mieze. Stör dich beim Putzen, aber... Das Knuddel muss sein. Denn Thora Dunn kommt. Die ist neu. Mein Mann sucht gerne nach Pilzen, aber ich bin etwas besorgt darüber, was er da von seinem letzten Streifzug mitgebracht hat. Du bringst mir also was? Er hat einen Ausflug über den See gemacht und die Wälder westlich von hier erkundet. Aha. Er hat eine ganze Tasche voll seltsam aussehender Pilze, von denen er behauptet, dass sie absolut sicher wären, mitgebracht. Für mich sehen sie aber ganz und gar nicht essbar aus. Zeig mal her. Ich hätte ja einen zur Bestimmung mitgebracht, aber er behütet sie wie eine Glucke, weil er denkt, dass ich sie wegschmeiße. Verfeuern wäre sicherer. Ich komme morgen wieder. Okay, soll ich weitermachen? Machen wir erstmal das, wo ich weiß, dass es was bringt. Das hier nämlich. Also das hier ist wahrscheinlich geheimtintenlos. Mr. Dunn, Pilze, Wälder westlich von Undermere. Auf der anderen Seite des Sees. Das habe ich mir sogar gemerkt. Das ist genau da. Pilze. Wie kann es nur sein, dass ich noch nie hier war? Zuerst sind sie schwierig zu finden, aber bald beginne ich, sie überall zu entdecken. Die sehen in der Tat nicht so wirklich genießbar aus. Ich glaube, es gibt sehr wenige Pilze, die so knallrot sind und nicht giftig sind. Die meisten essbaren Pilze sind ja eher unscheinbar, so von Form und Farbe. Je komischer ein Pilz aussieht, desto sicherer ist er giftig. Das ist zumindest so mein Bauchgefühl. Aber ich kenne mich mit Pilzen auch nicht wirklich aus. Ja. Jetzt habe ich wieder keinen Willen zur Erkundung. Simone! Lord Fremont hat mir erzählt, dass er bei dir oder dir beim Beschaffen von Informationen über den Diener helfen konnte. Das ist wohl richtig. Ich habe die ganze Bibliothek abgesucht, aber das Einzige, das ich entdecken konnte, ist ein Schimmelproblem. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht etwas Süßhauch da hast, um das mit dem Schimmel zu lösen. Süßhauch-Palianz. Weiß ich nicht. Lass mich mal meinen Kram sortieren. Süßhauch. Ach, Palianz hier, ja. Mhm. Also. Caelum oder Caelum decoris. Die meisten Pflanzen tragen einen kleinen Teil zur Verbesserung der Luftqualität bei. Doch Palianz ist eine Sache für sich. Manchmal nennt man es auch Süßhauch, wegen der Frische der Luft in seinem Umfeld. Die vielen kurzen Blätter dieser Pflanze sollen beim Herausfiltern von Giftstoffen aus der Umgebungsluft helfen. Hier. Erster Blick. Das sieht doch genauso aus. Aber irgendwie beißend. Das spricht gegen Süßhauch. Oder? Du bist Alternative. Das Aroma ist frisch und angenehm. Das ist doch eher Süßhauch. Und mehr unbestimmtes Gewächs, das so kleine Blätter hat an so langen Stielen. Habe ich nicht. Ich wage es, das ist Süßhauch. Das ist richtig. Sauerband. Mhm. So, lass mich das vermerken. Süß. Palianz. Ja. Süßhauch. Schön.
Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende des Spiels. Es wird immer weniger Platz hier. Das ist ja auch schon erkundet. Aber Witwenleid, das wissen wir noch nicht so genau. Das wissen wir durch die Geschichte neulich mit diesem Kultisten. So. Wir haben einen neuen Willen zum Erkunden. Erstmal Mieze, vielen Dank. Ja, diese Karte macht mir aber auch Schmerzen. Endmoor-Rabe-Spinne. Na gut, ich habe noch eine andere Idee. Ah, die ist aber schwierig. Ich muss mir jetzt gleich Post-its auf dem Bildschirm kleben. Meine Idee ist folgende. Kann ich hier das? Das geht nicht. Irgendein Zettel? Das geht auch nicht. Das geht vielleicht gerade so. Also, Endmoor-Rabe-Spinne. Das ist ja hier L, ja, also Zeile L. So, Zeile L. Ja, das ist toll. Irgendwas Kleines, warte mal. Ich brauche irgendeinen kleinen Zettel, der da zum Beispiel. Ich hoffe, der ist klein genug. Ach, jetzt habe ich da... Ja, ich sollte ganz dringend das zumachen, das Archiv. Danke dir. Ich brauche nur einen kleinen Schmierzettel. So. Kannst du bitte da unten liegen bleiben? Ja, so. Endmoor. Endmoor-Rabe-Spinne. Ja, das ist hier die Reihe über diesen angerissenen Zettel. Danke. Scheiße. Ah, ich kann es auch nach oben ziehen. Ach so. Oh, auch gut zu wissen. Also. Spinne ist ja da, wo der Fluss ist. Ja, hier. Da ist Spinne. Und Rabe ist da oben irgendwo im Nirgendwo. Da, wo der Wald ist. So. Wir haben drei Punkte. Und ich habe versucht, auf der Verbindungsstrecke von zwei dieser Punkte was zu suchen. Und da ist nichts. Aber vielleicht muss ich ja quasi in der Mitte aller drei Punkte was suchen. Das wäre nämlich irgendwie hier so. Also, oder anders ausgedrückt. Rabe heißt von Endmoor aus nach Norden. Spinne heißt von Endmoor aus nach Westen. Norden, Westen ist Nordwesten. Also gehe ich von Endmoor aus nach Nordwesten. Ich weiß, dass es hier nicht ist, weil das ist ja genau die Mitte zwischen Rabe und Spinne, da war nichts. Aber ich kann ja auch nur ein Feld nach Nordwesten gehen. Vielleicht ist da ja was. Das ist meine aktuelle Idee. Es ist so erniedrigend. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Scheiße. Geh bloß weg, du Scheißding. Ich will dich nicht wiedersehen. Nächster Kunde. Mann, das war so eine tolle Theorie, gib's zu. Was soll denn das bedeuten, Endmoor-Rabe-Spinne? So, Lorena Chapman. Meine Cousine wird in 3 Tagen heiraten, dafür kann ich nichts. Wenn du Wegehütchen da hast, würde mir das die Mühe ersparen, selbst danach zu suchen. Wenn du meine Cousine kennen würdest, dann wüsstest du, dass sie die Mühe nicht wert ist. Die nimmt kein Blatt vor den Mund, so eine richtige Xantippe. Oder die Cousine, oder beide.
Also. Wegehütchen. Caritas Pratensis. Das Wegehütchen wird traditionell als Dekoration auf Hochzeiten genutzt und man glaubt, dass es Beziehungen stärkt. Ein Querschnitt der kleinen tassenförmigen Blüten. Sie zeigen generell nach unten, damit sie sich nicht mit Wasser füllen und so einen leichten Zugang für Bestäuberinsekten bieten können. Also, Blüten zeigen nach unten, haben so einen langen Dengel da unten. Wegehütchen. Das ist eher Witwenleid. Haben wir das? Das kann sein, dass die das Ding haben will, was ich aufgrund der Karte finden muss. Und ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ja, es ist es nicht. Da fehlt dieser Dödel. Da passt die Blütenform nicht, meiner Ansicht nach. Achso, das hier könnte es vielleicht auch sein. Das ist es, oder? Das könnte es sein. Die Blüten sind blau. Gut, dazu wissen wir nichts. Ich würde behaupten, das könnte es sein. Das würde ich zumindest mal probieren. Bist du Wegehütchen? Du bist Wegehütchen. Glühhirn. Also. Wegehütchen. Gut, rüber mit dir. Gut. Ja. Wir haben noch einmal Willen zur Erkundung. Danke, Mieze, für alles, was du mir hier geholfen hast. Aber die Karte habe ich noch nicht geknackt. Ich überlege mal, ob ich noch eine Idee habe, was hier entmorabisch Spinne bedeuten könnte. Und komme gleich mit der nächsten Theorie. Ich könnte einfach mal nach Endmoor gehen. Vielleicht ist ja irgendwie dort was mit Rabe und Spinne. Vielleicht ist die Briars-Scheibe ja gar nicht das Richtige. Aha. Nach einem angenehmen Spaziergang durch das Dorf finde ich mich auf dem Feld eines Bauern wieder. Hier gibt es wenig von botanischem Interesse. Nur ein paar Schafe und eine alte Vogelscheuche, die mich von ihrem Stock aus mit schräg hängenden Armen angrinst. Ich bemerke, dass sie wie ein Ladenbesitzer gekleidet ist. Einst eine respektierte Arbeitskleidung und jetzt so heruntergekommen. Ich kann nicht genau sagen, an wen sie mich erinnert. Das war's offenbar auch nicht. Also, nächste Idee. Weil ich keine andere Idee habe, probieren wir nochmal die Spinne, aber ich glaube, da wird auch einfach nur nichts sein. Ich kann Seizerk auf der anderen Seite des Flusses im Nordosten sehen. Ja, schön. Ich nicht. Achso. Ja, eine weitere Idee habe ich noch und dann war's das. So, die letzte Idee, die ich noch habe, bevor ich mich inspirieren lasse, ist es, dass meine Idee, den Verbindungspunkt zwischen Rabe und Spinne anzusteuern, dass der richtig war, aber ich nicht die gerade Strecke absuchen darf nach der Mitte, sondern die Rundung der Briars-Scheibe. Was meine ich damit? Also, ich war vorhin bei, hier ist Rabe, da ist Spinne, zack, zack. Ich war vorhin hier, in dem Quadrat südlich von Kendall. Ne? Da waren wir, das ist falsch. So. Wenn ich jetzt hier auf der Scheibe suche, dann finde ich in der Mitte aber, also eins, ja gut, die Frage, also es ist, ja. Also hier ist eine Zacke, beim Raben ist eine Zacke und bei der Spinne ist eine Zacke. Und dann ist ja, sind diese 90 Grad dazwischen, sind in drei Teile geteilt. Das heißt, die Mitte zwischen Rabe und Spinne ist die Mitte zwischen diesen beiden Zacken. Ne? So. Und da komme ich hier in die Richtung Kendall. Kendall, genau. Genau.
Also nicht Candle Stadt, sondern eins daneben. Vielleicht ist es ja dort. Es wäre jetzt eins, noch eins weiter nach in Richtung Nordwesten. Nichts. Oh. Ja, dann werde ich wohl. Ja, werde ich wohl mal jetzt recherchieren, was das bedeuten soll, weil ich habe jetzt echt keine Idee mehr. Und die richtige Lösung des Rätsels, ja, da hätte ich drauf kommen können. Ich würde mir dafür keinen Punkt auf dem Zähler der Schande geben, weil ich war schon ganz, ganz nah dran. Ist es, dass wir hier einfach außerhalb der Breyers-Scheibe eben die andere Ecke finden. Also die Verbindung zwischen Rabe und Spinne ist ja Endmoor, ne? Klar, hier, so. Aber es gibt ja eine andere Verbindung ebenfalls, nämlich wenn wir vom Raben nicht nach Süden, sondern nach Westen gehen und von der Spinne nicht nach Osten, sondern nach Norden, dann kommen wir nämlich hier hin und das wäre jetzt, ja, noch eins weiter draußen, als ich gerade schon war. Mit anderen Worten H25, also ja, da war ich nah genug dran. War aber schwierig. Wobei es total logisch ist eigentlich, ob ich da nicht drauf gekommen sofort. Das ist sicher noch alt. Eine Dohle, die sich irgendwo in der Nähe versteckt, kräht. Seltsam geformte alte Steine schauen aus dem Gras heraus. An einigen von ihnen wachsen Pflanzen. Seltsame Steine. Ja, das könnten Grabsteine sein. Sei vorsichtig, Hase. Oh, aber dicke Knollen hier. Und ihr bringt alles durcheinander hier. Mensch. Kann nicht wahr sein. Okay, so. Puh, Mieze, es war eine schwere Geburt. Aber immerhin haben wir es geschafft. Ich räume auf. Der Tag war erfolgreich. Hier habe ich nur das Blatt mit den 5 Spitzen für mehr Mut. Da habe ich eine Idee. Rote Blüte zum Schutz des Verstands. Weiß ich nicht. Samenkapsel für das Glück, weiß ich auch nicht. Ich werde mal jetzt nach Ladenschluss ein bisschen Ladenschluss langsam sprechen, ein bisschen hier drin rumblättern. Vielleicht fällt mir noch irgendwie was auf, was das bedeuten könnte. Aber das mache ich offcam, denn diese Episode hier ist zu Ende und weiter mit Tag 14 nach dem schauerlichen Tag 13 geht's mit Nieswurz im nächsten Teil. Bis dahin!